Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute habe ich in diesem Format aber jemanden gefunden, nämlich der Johann Nepomuk Meyer. Er ist Filmemacher, Dokumentarfilmemacher und hat uns immer wieder mit dem Format Wurzelheimat beehrt. Er ist heute da und ich möchte mit ihm ein bisschen darüber reden, wie er überhaupt dazu gekommen ist, das zu machen und eben auch, was es also die Highlights gewesen sind, die er in der Wurzelheimat hier erlebt hat. Nach dem Intro legen wir sofort los. Ja, da sind wir wieder und da ist er. Johann Nepomuk Meyer. Was ist jetzt Johann oder Nepomuk? Johann hat mein Vater geheißen und der zweite Name Nepomuk, so nennen mich alle. Mhm. Und der Johann, weiß keiner, wer gemeint ist, aber Nepomuk, das ist... Weißt du, für mich hört sich Nepomuk so cool an, so wie Pumuckl, Nepomuk, so sympathisch. Ja, wobei es eigentlich ernst gemeinter Name ist, es ist ein Heiliger gewesen. Ja. Und zwar um den 15. Jahrhundert in Ungarn, ein Priester. Mhm. Und dieser Priester hat irgendjemand die Beichte abgenommen und dieser Lehnsherr wollte wissen, was der gebeichtet hat. Mhm. Und der Priester nahm seinen Job aber ziemlich ernst und hat gesagt, nee, dieses Beichtgeheimnis, das kann ich nicht preisgeben. Unmöglich. Ne? Und dann hat der Lehnsherr gesagt, also ich brauche das unbedingt, was der gesagt hat. Wenn du das nicht preisgibst, dann wirst du ermordet. Dann werden wir dich über die Brücke im Fluss ertränken. Ja, der Priester blieb unbeirrt und ließ sich tatsächlich durch eine Brücke stoßen und ist dann in diesem Fluss ertrunken. Und da kommt dieser heilige Nepomuk her, wenn man über Brücken fährt, über Flüsse fährt und da steht eine Heiligenstatue, dann ist es meistens der heilige Nepomuk. Ach. Und in dieser Inkarnation habe ich gesagt, jetzt mache ich es anders. Jetzt gebe ich die ganzen Geheimnisse, die ich, sage ich mal, in meinem Leben erfahre, preis. Also, nimmst du nicht mit ins Grab? Nein, diesmal nicht. Gut, super. Herzlichen Dank für die ganzen Wurzelheimats, die wir raussenden dürfen. Gerne, und immer du wieder. Uns das zustellst. Aber erzähl mal ein bisschen, was sind so deine Highlights gewesen, wenn du so zurückschaust? Glaube ich, seit 2016 produzierst du das, oder? Ja, wobei mir Wurzelheimat ist ja nur ein kleiner Auszug aus meiner Arbeit. Ich habe ja mittlerweile... Seit 2016 sind es 25 Dokumentationen. Es sind 9 Bücher geworden. 9 Bücher? Es sind 16 Wurzelheimatsendungen. Also du schreibst Bücher selber? Ja, auch über die meine ganzen Recherchen, die ich hier zusammentrage. Da werden wir noch drüber sprechen. 25 Dokus? Ja. Die habe ich noch nicht ausgesendet. Nee. Okay. Und... Ja, und was haben wir noch? 25 Mal Timeless ist auch so eine Talksendung, die haben wir speziell für einen anderen Sender produziert. Und ja, so bin ich permanent auf der ganzen Welt unterwegs, um einmal Wissenschaftler, die an den Grenzbereichen des Weltbildes, sagen wir mal so, forschen. Ja. Und auch Menschen, die Unglaubliches erlebt haben, die lasse ich bei mir zu Wort kommen und sortiere das ein bisschen zusammen, damit man ein bisschen also an den roten Faden erkennt. Und natürlich wächst dann das eigene Wissen natürlich auch immens an. Mhm. Ich bin ja sozusagen vom Saulus zum Paulus geworden. Habe ja eigentlich immer noch, aber ich machte es ja nicht mehr eine Agentur gehabt für Marketing und Kommunikation, also Strategiefindung, Positionierung für Mittelstandsunternehmen in ganz Deutschland. Und habe mich eigentlich schon immer interessiert für wissenschaftliche Themen, so klein auf, wenn andere Karl May gelesen haben, da habe ich irgendwelche Bücher gelesen von Holmer von Dietfurt, ne? Im Anfang ist der Wasserstoff oder alle diese Themen von Neurologie, über Astrologie, über Psychologie, über wie auch immer, über Physik. Und da war immer gedacht, wow, was wir alles schon wissen, was wir alles können. Selbst Betriebswirtschaft dann studiert, um das Unternehmen gut zu führen. Und dachte natürlich, ich kannte auch diese ganzen Phänomene, die immer wieder auftauchen weltweit, wenn jemand sagt, ich habe einen Geist gesehen oder diese ganzen Stories. Aber dachte, na gut, das ist natürlich etwas, das diese moderne Wissenschaft irgendwann natürlich auch erklären kann und machte mir gar keinen großen Kopf darüber. Mhm. Und dann kam ein Ereignis, das hat mich sozusagen aus der Bahn geworfen, was das Weltbild betrifft. 2014 ist die Schwiegermutter verstorben, über Nacht mit 61, ein Herzinfarkt. Und das war natürlich ein Schock für die ganze Familie. Und an dem Tag ging ein Phänomen bei uns los, das teilweise bis heute noch andauert. Und zwar eine Story. Meine Frau sitzt mit der Tochter auf der Terrasse, ein paar Tage nach der
nach dem Todesfall eben und hat den Laptop auf mit der Todesanzeige der Mama und plötzlich lacht jemand hinterm Haus. Und dann sagt meine Frau, guck mal bitte, wer kommt denn hinten rein, da ist noch nie jemand reingegangen. Die Tochter schaut nach, ist aber niemand. Haben aber davon nichts erzählt. Am Samstag, es war am Donnerstag, am Samstag, sitzen wir alle beim Frühstück, die ganze Family, ich habe 3 Kinder, und ich bin der Einzige, der schon immer angezogen zum Frühstück geht, die restlichen gehen dann nach dem Frühstück rauf und machen sich dann hinterher frisch, und ich räume dann meistens ab. Ich räume gerade den Kühlschrank ein und plötzlich lacht mir eine Stimme ins Ohr, gefühlt 10 cm weg. Eine ziemlich aufdringliche, sagen wir mal, sogar hexenhafte Stimme. Und denke mir, wer erschreckt mich denn da irgendwie? Ich drehe mich um, aber niemand hinter mir. Auch kein Radio oder Laptop oder irgendwas an. Und in dem Moment kommt da gerade meine Frau die Treppe runter und fragt, hast du das jetzt gehört? Dann sagt sie zu mir, hast du es jetzt du auch gehört? Ich sage, ja, mach mal was. Ja, genau, das habe ich gehört. So, in der Fachsprache spricht man hier von einer direkten Stimme. Das heißt, dieses hexenhafte Lachen, es kam dann, oder wir haben dann herausgefunden, dass es immer Samstag ist, und zwar um 11 Uhr Vormittag. Hat ein bisschen gedauert, ein paar Samstage, weil meine Frau hat gern die Uhr ein paar Minuten vorgestellt, damit die Kinder dann rechtzeitig zur Schule kommen. Bis wir dann festgestellt haben, ach, das ist immer 11 Uhr, wo das losgeht. Es war ja natürlich auch beim zweiten und dritten Mal, wo dann alle am Tisch gesessen sind und dann auch mein Sohn, der Tizian, geht gerade an mir vorbei und plötzlich zwischen uns beiden am Tisch auch dieses Lachen. Die Kinder schreiend aufgestanden, die Eileen und der Tizian schreiend raus, bei der Terrassentür bis zum Gartenzauende, die Schulina, der Mutter auf dem Schoß gehüpft und auch geschrien. Also, ne, das war natürlich irgendwo spooky ohne Ende. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss ja irgendwas mit der verstorbenen Großmutter zu tun haben. Also es ist ja eigentlich liebevoll gemeint und wir müssen sie ja da nicht, erschrecken oder so. Auf alle Fälle hat man dann, hat sich das rumgesprochen, hat man natürlich mit Schwiegervater gesagt, und der Verwandtschaft, sage ich, du, pass auf, bei uns laufen irgendwie so schräge Dinge ab. Hier haben wir eine Stimme, die uns hier anlacht jeden Samstag. Haben sie gesagt, nee, also bitte, also hört's auf, Trauer habe ich ja gut, aber ja. Lass es. Sag ich, na echt, wirklich? Nein, das sag ich, komm hin. Hinsetzen, Samstag um 11 Uhr, seid alle eingeladen. Hast du Stimmenparty gemacht. Und dann war auch wieder so, Schwiegervater sitzt auch an dem Küchentisch. Ach, 3 Minuten nach, schau her, passiert nichts. Dabei ist seine Uhr auch um 3 Minuten vorgegangen und dann, klack, auch mitten über den Tisch, dieses Lachen. Jeder große Augen. Ja, was geht denn da bei euch ab? Habt ihr da irgendwas versteckt, oder? Nein, haben wir nicht. Und das hat mich aber dann so angetriggert, weil es ist ja dann über Monate gegangen. Wir sind dann später dann um diese Zeit gar nicht mehr ins Haus, um die Kinder, sage ich mal, nicht ganz so stark zu verstören. Und, aber die Tochter hat das dann auch einmal auf ihrem Handy aufgezeichnet. Die hat das laufen lassen. Das habe ich auch in meinen Vorträgen mit drin, dieses Lachen. Aber das hat mich dann als, ja, sag mal, gut verwurzelten Niederbayern schon ein bisschen, denke mal, was läuft denn hier? Das gibt's ja gar nicht. Also, ich meine, ich kenne mich bei Wissenschaft ein bisschen aus, aber eine direkte Stimme ohne Resonanzkörper aus dem Nichts, das gibt's ja gar nicht. Wie soll das physikalisch möglich sein? Und dann das hat mich dann so beschäftigt, weil es ja jeden Samstag war, dass ich gesagt habe, okay, also, ich kann gar nicht mehr normal, also diese Agentur, ich muss ja diesen Dingen nachgehen. Und dann habe ich begonnen, unterschiedlichste Forscher anzurufen, Psychologen, Parapsychologen, unter anderem auch den Dr. Walter von Lukadu, der hat eine parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg im Breisgau. Und den habe ich gesagt, ob er dieses Phänomen kennt. Und sagt er, ja, es ist für ihn nichts Neues. Er sagt, wir machen das ja seit 40 Jahren. Er ist ja der Nachfolger von Hans Bender, der das Institut gegründet hat und macht es seit 81. Wird auch vom damals noch jetzt nicht mehr vom Staat finanziert. Wenn Leute eben seine Erlebnisse haben, die kommen zu ihm und versuchen, das einzuordnen. Und dann sagt er, ja, also levitierende Gegenstände oder Geistererscheinungen oder so ähnliche Sachen, sagt er, wir haben 3000 Fälle im Jahr. Da sag ich, wir könnten mehr, aber wir haben nicht mehr Mitarbeiter, das zu bearbeiten. Und dann sage ich, ja, das ist aber schon extrem, was wir hier erlebt haben. Sagt er, nee, das ist nicht extrem, was ihr erlebt habt. Sagt er, wir erleben extreme Sachen.
Sag ich, was meinst du? Extreme Sachen. Sagt er, ja, wie er damals begonnen hat, 81, sagt er, da kam ich genau hin, da war ein schwerer Spukfall. Dann dachte sie, wow, ich fange hier an in diesem Institut und da haben wir genau einen schweren Spukfall, weil wahrscheinlich kommt das alle 100 Jahre mal vor. Mhm. Und dann hat er gesagt, sagt er nicht, aber das ist jetzt mittlerweile so, da sagt er, im Schnitt haben wir alle 3 Monate einen schweren Spukfall zu bearbeiten. Sag ich, ja, langsam, sage ich, was ist denn, bitteschön, was verstehen Sie unter einem schweren Spukfall? Dann sagt er, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wohnzimmer, Fußballspiel, vielleicht Bayern München gegen, was ich, Dortmund, wie auch immer. Und bevor das Fußballspiel losgeht, gehen Sie schnell in die Küche, holen Sie noch was zu trinken. Dann sagt er, in dem Moment, diese paar Sekunden reichen aus und Sie kommen in das Wohnzimmer zurück, Fenster und Türen rausgerissen, die teilweise bis zum Gartenzaun Ende liegen und das komplette Wohnzimmer und Türen zerstört. Ja, da haben wir noch nie was davon gehört. Er sagt, das ist auch schwierig, sage ich mal. Erklären Sie mal Ihrem Nachbarn, dass das Fußballspiel gar nicht so schlimm war. Das kannst du natürlich gar nicht öffentlich machen, weil jeder dann meint, das machst du selber. Ne? Ja, ja. Hast du hier einen Wutausbruch oder sowas? Nee, sagt er, alle 3 Monate, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, manchmal ist es ein Wasserschaden und so weiter. Also in jeder Facetten kommt das vor und kommt selten in die Presse. Und wenn sie in die Presse kommen, werden meistens die Familie natürlich denunziert, weil in unserem Weltbild gibt es das in die Dinge nicht. Also müssen hier ein paar Verrückte wohnen. Ne? Und denke mir, wow, das ist aber schräg. Ja, und so führte mich mein Weg von einem Wissenschaftler zum nächsten Wissenschaftler. Das nächste Anlaufstelle war dann der Rolf Ulrich Kramer. Der macht transpersonale Psychologie, von der hatte ich vorher überhaupt nichts gehört, was es ist. Ich kannte klinische Psychologie, Tiefenpsychologie und alles Mögliche und Gesprächstherapie, aber transpersonale Psychologie kannte ich nicht. Und dann hat er mich aufgeklärt, haben auch ein Interview gemacht und mittlerweile sind wir auch ganz gut befreundet. Und er sagt, er macht seit 40 Jahren, er nennt seine Methode Mindwalking. Das ist, glaube ich, irgendwo bei einer Flasche Rotwein im Outback entstanden in Australien, hat er gesagt. Und der hat nämlich klinische Psychologie tatsächlich studiert, hat aber festgestellt, irgendwie fehlt mir da was, da kann ich den Menschen nicht ganz helfen und hat dann in Indien und über bestimmte Reisen über diese zu diesem transpersonalen Psychologie gefunden, über Stanislav Grof, der damals über LSD und holotropes Atmen was gemacht hat. Und er hat eine Methode erfunden, wo der Klient, der kommt mit irgendeinem Problem, wo er sagt, weiß nicht, ich mag keinen Spinat oder irgendetwas, was ihm im Leben stört, wo er sagt, okay, andere haben das Problem nicht, warum hab's ich? Wo kommt das her? Und der normale Psychologe geht halt diesen Fall nach und sagt, ja, irgendwo bis zum, keine Ahnung, zweiten Lebensjahr kann man sich erinnern und dann auch nicht mehr. Und die kommen gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht in einem früheren Leben oder in einem Zwischenleben oder in einem anderen Leben in einem anderen System als Trauma noch mitgenommen wird. Und er sagt, wir machen jetzt seit 40 Jahren Mindwalking über tausende von Sitzungen, auch mit Supervisor, der hat mehrere ausgebildet, die das auch machen. Also da kriegt man 2 Hautwiderstand-Messgeräte in die Hand und da kommt so eine kleine Anzeige, da weiß er, aha, diese Frage, die emotionalisiert den und dieser Frage wird nachgegangen. Und da kommt man, sagt, fast in jedem Gespräch, in frühere Leben oder Leben zwischen den Leben und Gesprächskontakt, telepathische Verbindungen und hat man hier eben seine Erkenntnisse der letzten 40 Jahre berichtet. Der hat mittlerweile mehrere Bücher dazu geschrieben. Mindwalking geht unbelastet in die Zukunft. Das ist sein Hauptwerk. Da sind, glaube ich, 146 Fallbeispiele drin. Dann hat er jetzt gerade eins geschrieben. Das heißt Atlantis-Protokolle, weil sich offensichtlich immer mehr Menschen an irgendwann Atlantis-Inkarnationen erinnern. Und jetzt hat er eins gehabt. Das heißt, der Urknall fand nicht statt. Auch hier Menschen, die sagen, ich weiß, wie das losgegangen ist. Also ganz spannend. Und dann dachte ich, wow, was läuft denn da? Und die Spannende hat man dann auch Fälle gesagt, ja, wie kann man denn sowas verifizieren? Ne? Wieso denken, ist das nicht irgendwie, dass sie die Leute einfach das ausdenken, damit es ihnen dann besser geht oder sowas? Sagt er nicht. Weil meistens ist ja eher die letzte Anlaufstelle, die haben die alle anderen schon durch in der Regel. Und dann hat er mir eben viele, viele Beispiele aufgezeigt und die auch verifiziert werden konnten. Und man sagt, wow, das ist ja unglaublich, wieso weiß da die Bevölkerung auch wiederum nichts darüber? Er sagt, ja, das Problem scheint tatsächlich noch unser Weltbild zu sein. Wir haben ja dieses materialistische Weltbild, von dem ich ja bis zu diesem Zeitpunkt ja fest davon überzeugt war, was anderes gibt's gar nicht. Und dann musste ich im Laufe dieser Entwicklungsphase mein Weltbild völlig umdrehen. Und jetzt weiß ich, dass eher Bewusstsein die Basis des Seins ist und nicht Materie. Aber das ist doch mega schön zu sehen, dass das bei weitem nicht alles ist, was wir eigentlich während Jahrzehnten meinen, rein materiell sei alles und plötzlich ändert sich da was bei dir
Das ist ein Geschenk. Ich kann nur sagen, danke, dass mich, ja, sage ich mal, meine göttliche oder geistige Führung hier zu einem zum nächsten führt, rund um die Welt. Ich war dann in den USA, ich war in Spanien, ich war in England, in Belgien, überall, wo halt Forscher sind, die so irgendeinem naturwissenschaftlichen Fachgebiet Anomalien entdeckt haben. Ich spreche ja immer so von meinen psychologischen, pathologischen, physikalischen Anomalien. Und dann musste ich feststellen, dass die meisten von diesen Anomalien seit halt die Wissenschaft, sage ich mal, das gut dokumentiert, seit 150 Jahren bestens dokumentiert sind. Das sind eben Erinnerungen an frühere Leben, das sind diese Reinkarnationsfälle, die der Evan Stevenson, dann habe ich den Alan Dur Harrelson kennengelernt, der ist leider mittlerweile verstorben, der Menkalisosis in Indien, in Sri Lanka eben über 600 Fälle ausfindig gemacht hat, wo sie Kinder an frühere Leben erinnern, hat das dokumentiert, der auch den Sai Baba damals, dieser, sage ich mal, ein Mann, der so wundervoll bringen konnte, Materialisationen und Dinge. Auch die hat er untersucht und hat mir die Geschichten erzählt, was manche Leute können an Phänomenen, wo man sagt, wow, der kann Materie erzeugen, das ist ja völlig schräg. Und was in Seancen zum Beispiel passiert, ich habe mehrere Wissenschaftler kennengelernt, die Medien, die in Seancen Phänomene vollbringen, die es wissenschaftlich dokumentieren, untersuchen, mit Infrarot, mit allen möglichen Technik, wo man dann sieht, wenn die Hände auflegt, so ein Medium, der Tisch dann zu levitieren beginnt, wo man sagt, wow, das ist ja unglaublich. Ich war beim Dr. Stephen Browdy in Las Vegas, der unglaubliche Fälle zusammengetragen hat. Eigentlich selbst ist er Philosophieprofessor und der hat auch ein eigenes Erlebnis gehabt. Damals, wie er zum Studium begonnen hat, hat er seine Kollegen eingeladen in seine neue Studentenbude und die haben dann Tischlein abgemacht, hat das geheißen, also Tischleinrücken. Und dann hat er das erste Mal gesehen, dass sein eigener Tisch durch die Küche schwebt und dann auf Fragen Antworten gibt. Er klopft dann und hat gesagt, was läuft denn hier ab? Die ganze Physik ist aber auf den Kopf gestellt, oder? Wie soll man das einordnen? Ja, genau deswegen ist genau das Problem, dass die Skeptiker, es gibt ja bei uns auch so eine Skeptikergemeinschaft, die versucht hat zu sagen, die Leute haben sich alle geirrt, die Messergebnisse können gar nicht stimmen, weil es sowas ja nicht gibt. Ein Geist kann nicht über der Materie sein, denn unser Geist ist ja ein Epiphänomen und wird vom Gehirn erzeugt. Und wenn man sich dann im Fälle ansieht, und das war das Allerschrägste, was mir passiert ist, dass es hier Dokumentationen gibt von Menschen, die überhaupt kein Gehirn haben und völlig normal sind. Und das in der wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht wurde. Wie zum Beispiel so ein französischer Fall, wo er überhaupt kein Gehirn hatte. Oder vom Dr. Lorber in England, der 84 schon eine Pressekonferenz gegeben hat, weil er Fälle hat, sagt, ich habe hier Menschen, die haben kein Gehirn, die sind völlig normal. Wobei wir müssen hier noch unterscheiden zwischen haben und brauchen, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich dann immer eines hat, oder? Also diese unzähligen Phänomene, eben beim Stephen Browdy war, der hat eine Dame gefilmt oder mit einem Team anderer Wissenschaftler noch zusammen, die haben da ein Buch geschrieben, das heißt die Gold Leaf Lady. Und das ist eine Frau gewesen, die hat Blattgold austransperiert, kistenweise. Und dann hat man das untersucht und hat festgestellt, das ist gar kein Blattgold, das ist Fels, das ist ein Kupfer, ne? Aber das kann ja der Körper auch nicht. Dann gibt's eben, habe ich dann kennengelernt, einen Dr. Pater Resch, der für die Kirche arbeitet, der hat einen Lehrstuhl in Innsbruck für Parapsychologie auch und hat einen eigenen Verlag auch gehabt, der ist mittlerweile, sage ich mal, in Rente 87, schreibt auch an eine Enzyklopädie. Und der hat auch diese Wunder untersucht und hat mir einen Fall gezeigt, auch mit Filmaufnahmen etc. von der Myrna von Damaskus, das ist ein Mädchen, das 81 plötzlich begonnen hat, Olivenöl auszutranspirieren, auszuschwitzen an den Händen. Und mit denen konnte sie dann heilen. Und dann in Ostern bekam sie dann die Stigmata, die Wundmale. Dann hat man die untersucht und dann nach Ostermontag oder Dienstag waren die dann wieder weg, ohne Narben zu hinterlassen. Und das passiert immer noch. Das hat mich dann gesagt, wow, das ist ein Wunder, das immer noch andauert. Ne? Auch gibt es ja viele in der Geschichte, auch Pater Pio hatte auch diese Wundmale und nach 10 Minuten, nachdem er tot war, waren die Wundmale verschwunden, ohne Narben zu hinterlassen. Und da sage ich, wow, wieso bekommen wir hier in der Öffentlichkeit davon nichts mit? Ja, wegen diesem Weltbild. Da haben wir gesagt, okay. Ja, ja. Und macht aber natürlich Hoffnung. Und dann habe ich natürlich begonnen, über die instrumentelle Transkommunikation zu forschen. Ich habe dann die Gesa Dröge kennengelernt, diesen Ernst Senkowski noch begleitet habe bis zu seinem Tod. Der ist kurz vorher, bevor ich mit der Arbeit begonnen habe, ist der gestorben und habe die ganzen Aufzeichnungen noch angesehen. Ich habe über 8000 Tonbandstimmen, also Kontakt jetzt mit Verstorbenen, die sich hier über technische Geräte melden. Dann habe ich den Hans-Otto König kennengelernt, der ist in Antwerpen oben in Holland und der macht auch seit
Anfang der Mitte der 70er Jahre auch Tonbandstimmen hat Geräte entwickelt. Der war sogar bei mir in den 80er Jahren bei Rainer Holbe in einer Fernsehshow im ZDF, wo es auch eine Stimmeneinspielung gegeben hat. Das ist ein Klassiker, der was heißt, wir hören deine Stimme. Das war dann Originalton während der Sendung im ZDF und dann waren diese ganzen Sendungen auch dann vorbei. Und da sagen wir, wow, man kann praktisch mit und dann, und das Allerschrägste, das ist ja eigentlich erst in den letzten Jahren passiert. Also, wie gesagt, ich habe so viel Material zusammengetragen, dass eben 25 Dokumentationen entstanden sind. Aber eins, was ich am allerschrägsten finde, ist die Forschungsarbeit vom Dr. Gerry Schwarzer. Das ist ein Psychologe, Neurologe und Psychiater an der Arizona Universität. Und den habe ich auch über eine Publikation kennengelernt, den habe den dann angeschrieben und habe dann mit denen auch Interview gemacht. Und der hat eine Stiftung gegründet, die heißt die Soul Phone Foundation. Also die entwickelt mit seinem Team ein sogenanntes Seelentelefon. Das heißt, er sagt, wir sind jetzt mit der Entwicklung, mit der technologischen Beweisbarkeit fertig. Wir können jetzt zu 99,99% sagen, es gibt ein Jenseits und wir können mit dem kommunizieren in Zukunft über diese Soulphone-Technologie, ohne dass du es medial veranlagt sein musst. Und er hat gesagt, nächstes Jahr wird erst einmal die Wissenschaft davon öffentlich informiert und dann die Öffentlichkeit. Das wird natürlich dann ein Gamechanger werden. Das wäre ganz spannend. Das ist natürlich schon mal ansagen. Wenn ein Wissenschaftler sagt, wir können das, also 100% kann ich nicht sagen, das wäre unseriös, aber 99,99%, denken wir, dass es ein Jenseits gibt. Und er hat auch erzählt, er sagte, ja, wie sie die Technologie, bis nicht, es war ja voll schräg eigentlich. Weil er sagt, eigentlich haben sich die Spirits, also die Verstorbenen bei ihm gemeldet und die sagen, die sind eigentlich das A-Team, die gesagt haben, wie sie hier die Geräte verwenden sollen, auch Geräte von Nikola Tesla und so weiter, und haben die angeleitet. Er sagt, darunter ist Nikola Tesla, da ist Albert Einstein und 18, sage ich mal, verstorbene Wissenschaftler, die hier mitarbeiten. Das hört sich ja völlig schräg an, aber wenn das Output dann 100% stimmt, und das ist natürlich unglaublich. Er sagt, jetzt sind wir momentan bei einem Klicksystem, Frage-Antwort. Nächstes Jahr haben wir eben so eine Art Keyboard fertig, wo man dann mit Tastatur die Frage stellen kann. Und das nächste Ausbaustufe sagt ist dann, dass wir mit dem Jenseits tatsächlich eine Zoom-Konferenz machen können. Und es wird dann über eine Zentrale laufen, weil er sagt, da brauchen wir natürlich noch Sicherheitsstandard und alle diese Dinge, diese Fragen, die wir uns noch gar nicht gestellt haben. Ne? Das ist alles so Science-Fiction, was du da erzählst. Ja, das ist wirklich so schräg, dass die Menschen sagen, okay, wo hast du den hergeholt? Nicht? Also, aber ich habe jetzt mal zwei Fragen. Okay. Erstens, wie sieht's heute aus bei dir zu Hause, Samstag um 11? Also die Stimme, die Regelmäßigkeit hat aufgehört. Sie kommt jetzt unregelmäßig. Zwei Beispiele. Die Schwester von meiner Frau war vor 2 Jahren mit einem Freund beim Essen in einer Pizzeria. Und sagt, mei, morgen ist wieder der Todestag von der Mama. Und mitten in dieser Pizzeria bricht dieses Lachen los. Jeder fragt natürlich, oh, was war das? Der Nette sagt, kann ich euch schwer erklären jetzt. Aber wir waren letztes Jahr in Paris. Und da war ich gar nicht zu Hause. Und meine Tochter hat einen Freund. Und da waren auch mehrere Freunde noch mit dabei in der Küche. Und plötzlich auch wieder mitten in der Küche bricht wieder dieses Lachen los. Offensichtlich hat die Oma gesagt, ja, der gefällt mir. Der Typ. Und hat dann irgendwie ihren Kommentar abgegeben. Das ist natürlich schon unglaublich. Ja, sehr spooky, alles sehr spooky. Aber ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir uns öffnen, neuen Denkweisen und das alte Denkmodell einfach auch nicht das dogmatisch anschauen, sondern wirklich uns öffnen. Ich habe noch die zweite Frage. 25 Dokus. Und all das, was du jetzt da so komprimiert in den letzten 25 Minuten gezeigt hast, ist das alles so ein bisschen in diesen Dokus drin? Alles, ja. Alles drin. Und wie viel davon habe ich jetzt schon ausgesendet? Noch keine. Eine, aber das eine, die den Point of No Return. Die habe ich die hast du bekommen. Die anderen noch nicht. Ja, da müssen wir schon darüber reden. Ja, unbedingt. Das ist schon etwas Mysterisches. Ich meine, auch schön für uns alle, ob wir es jetzt als Märchenstunde betrachten oder einfach wirklich sagen, oh, wow, so spannend, so phänomenal, ist ja egal, oder? Genau, weil ich habe ja auch die Dokumente, ich habe ja auch Filmaufnahmen, die Wissenschaftler haben ja diese Dinge mitgefilmt. Also bei ihren Forschungen, nicht? Wenn bei Film Tageslicht ein mexikanischer Familienvater seine Hände auf den Tisch legt und er beginnt dann zu levitieren und hat die Aufgabe, das zentimeterweise zu machen. Über die ganzen Sensoren sieht man dann und ist dann in Zeitlupe und so weiter. Oder wenn ich einen
Schamanin, den Augustin Oria gefilmt hat, der gesagt, ich habe ein geheimes Ritual, das seit 500 Jahren von den Schamanen, den mexikanischen Schamanen gemacht wird, und das hat er mitbekommen als für sein Geschenk, wenn er sich, sage ich mal, auf die Reise begibt und die Welt, sage ich jetzt mal, in Schamanismus lehrt. Und der schüttet am Boden einen Spiritus, zündet den an, also es ist dunkel, es ist eine Scheune. Die Kursteilnehmer sind weiß gekleidet, haben rote Bänder, Stirnbänder, stehen dann um diesen, ja, stehen im Kreis, und dann zündet er dieses Feuer an und dann spricht er mit diesem Feuer. Und dann beginnt dieses Feuer sich in der Mitte zu verwirbeln, in ungefähr einem Durchmesser von 50 cm, wächst dann zu einer 3 Meter Säule wie eine Art Schlange und folgt dann den Schamanen innerhalb dieses Kreises. Das ist ja unfassbar, gell? Wir haben das gefilmt von innen, Zeitlupe und so weiter, haben wir gesagt, das hat noch nie jemand vorher filmen dürfen. Da habe ich mir gesagt, da ist überhaupt kein Wind, da ist gar nichts. Ich sage, wie geht das? Der spricht da mit dem Feuer, das wird lebendig. Das nennt sich Feuerschlangenritual. Da denke ich mir, boah. Also, wenn man es nicht selber sehen würde, nicht? Kann man es nicht glauben. Sagt, ist kein Trick oder sowas dabei. Vor allem die Wissenschaftler, die diese Seancen oder diese Phänomene untersuchen, die passen natürlich auf, dass da nicht irgendwas gemogelt wird. Die untersuchen ja alles, den ganzen Körperöffnung, alles wird da, und speziell präparierte Räume und so weiter. Und trotzdem passieren diese Phänomene. Mal mehr, mal weniger. Ne? Das ist auch immer formenabhängig. Offensichtlich ist das nicht immer so wiederholbar, wie man das gerne hätte. Und wenn man dann diese ganzen Dokumentationen oder wenn man diese Tonbandstimmen hört, ne, sagt allen Menschen, dass wir leben, wenn so seine Sachen kommen. Ich habe eine Dame, die macht das auch seit 35 Jahren. Spreche ich nochmal kurz an. Das ist die Dr. Sonia Rinaldi. Die ist in Sao Paulo zu Hause in Brasilien. Und die hat verschiedene Techniken. Und die hat zum Beispiel eine neue Technik, da hat sie einen Ballon, einen transparenten, und den nochmal einen transparenten Ballon ineinander aufgeblasen. Der steht in der Mitte auf dem Tisch. Und da gibt's mehrere Laser, die leuchten diesen Ballon an, und dann ist eine Maschine, die macht Wasserdampf. Und dieser Wasserdampf, diese Störung, dann wird das Licht gedimmt, und dann sieht man plötzlich, wie dieser Ballon, da muss ich natürlich auch dieser Wasserdampf spiegelt, plötzlich ein Gesicht ausbildet. Aber nicht so als Paralleli, wo man sagt, ja, da könnten wir jetzt was reinsehen, sondern ein gestochen scharf für ein paar Sekunden, dann verschwindet das Bild wieder. Da zeigen sie die Verstorbenen praktisch auch. Offensichtlich sind die Verstorbenen, vor allem diejenigen, die daran geglaubt haben, dass das Leben weitergeht, die versuchen dann irgendwo schnell durchzukommen und zu sagen, du schau her, sag bitte meinen Eltern oder wie auch immer, ich lebe noch. Also das ist sensationelle Arbeit. Auch das sieht man in meinen Dokus. Ja, das müssen wir sehen, diese Dokus. Ganz, ganz wichtig, das ist ja einfach Mysterium pur. Weißt du, ich habe mir mal kürzlich gefragt, wenn man jetzt nur eine Minute über Astrologie reden, da weiß man, jedes Sternzeichen hat irgendwo so, der Mensch dahinter eine Charaktereigenschaft. Schwer zu glauben, dass das alles Zufall ist und nicht Vorbestimmung. Ja, wir werden da bestimmt noch ein paar Dinge heute ansprechen. Machen wir. In anderen Interviews. Machen wir. Um das ein bisschen zu vertiefen, das zu verbreitern. Mhm. Und das war eigentlich praktisch, da hat mein Lebensweg begonnen, und jeder Tag, den ich hier unterwegs bin, ich mache nichts anderes mehr seit 2016. Und ich bekomme jeden Tag Sachen auf den Tisch, wo ich sage, das kann ja gar nicht sein. Also sollen wir jetzt noch einen Aufruf machen, wenn es da Zuschauer hat, die bitte, wenn jemand was erlebt hat, bei mir ist es bestimmt in guten Händen, wenn er nicht will, dass es veröffentlicht, dann mache ich es nicht, aber wenn er will, dass es vielleicht liest, dann sollen wir es bitte senden, oder ich mache es anonym, manche schicken mir nur Texte und ich mache die dann anonym, dann sieht man, weil die finden von mir dann auch Feedback auch und so weiter, viele sagen, ach, Gott sei Dank, ich weiß, ich bin nicht verrückt, weil die und die haben das auch erlebt. Oder ich kann ihnen helfen, wenn jemand sagt, ich habe hier ein bestimmtes Problem, dann kann ich vielleicht auch vermitteln, eben zum Ulrich Kramer oder wo auch immer. Habe ich schon viele Menschen vermittelt, die dann Gott sei Dank geheilt wieder zurückgekommen sind, die vorher eben Probleme hatten. Spezielle Homepage-Seite, wo Sie sich hinwenden sollten? Nepomuk-Meyer.de. Meyer mit AI. Ja. Super. AI, ja, genau. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Lieber Nepomuk, hast du uns eine ganz schöne Reise mitgenommen. Faszinierende Reise, und ich denke, wir lassen das jetzt alles mal ein bisschen setzen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was soll ich da noch sagen? Es ist einfach etwas Mystisches, Phänomenales, und es wäre so schön, wenn wir ein neues Weltbild in unser Leben einbeziehen würden, zum Beispiel, wie gesagt, Reinkarnation, Wiedergeburt, karmische Sache, dass man gewisse Sachen wieder mitnimmt in die nächste Sache, in das nächste Leben hinein. Ich glaube,
es tut uns gut, wenn wir an solche Sachen glauben, denn es würde vielleicht auch den Charakter heute jetzt auf der Gegenwart ein bisschen schärfen und bewusster werden lassen, was wir für Handlungen machen und was das für einen Effekt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen ein bisschen anderes Mal und dir auch, gell? Danke. Bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.